Wochenende noch internationalen Eistanz. Die NRW Trophy ist in Dortmund in der Eishalle. Es klingt immer so leicht, Eistanz, schöne Pirouetten ohne diese ganzen hohen Sprünge. Aber da vertut man sich. Eistanz ist wirklich sehr anspruchsvoll. Paare aus 19 Nationen gehen in Dortmund an den Start. Heute geht's da los. Nicole Scheiber ist für uns dabei. Nicole, wer startet denn heute Abend? Ja, heute sind die ganz Jungen dran. Die Junioren machen gerade ihre sogenannten Pflichttänze. Hinter mir wird sich gerade warm gelaufen. Junioren bedeutet, das sind Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 18 Jahren in verschiedenen Leistungsklassen. Und du hast es gerade schon gesagt, Eistanz, das sieht immer so leicht und beschwingt aus. Da steckt aber harte Arbeit hinter. Alle, die hier sind, sind wirklich hochkarätige Sportler. Und auch die, die am Samstag und Sonntag noch kommen, die Senioren, da sind teilweise Europameister, Weltmeister dabei. Eistanz ist auch olympische Disziplin seit 1976. Und damit das so leicht aussieht, muss man wirklich viel, viel arbeiten. Und diejenigen, die hier den kleinsten Anreiseweg hatten, das ist Katrin Häuser und Sevan Lerche, 17 und 19 Jahre alt und seit 9 Jahren schon ein Eistanzpaar. Wie hält man das denn so lange aus? Das ist ja schon fast mehr als der ein oder andere in der Ehe schafft. Ja, ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man sich selber auch sympathisch findet und das ist bei uns eigentlich schon der Fall. Und aber man hat ja jetzt auch mal Stress miteinander, ne? Und dann ärgert man sich mal über den Partner und denkt, Mensch, das fluppt heute nicht so. Wie regelt ihr das denn dann? Ihr seht euch ja so viel wie niemand anderen eigentlich. Keine Freunde seht ihr so oft wie euch beide. Also ich meine, Konflikten kann man natürlich nicht aus dem Weg gehen und die müssen dann auch geklärt werden und manchmal ist es dann halt schon ein bisschen lauter, aber ich glaube, schlussendlich macht es das einfach aus, dass wir uns gegenseitig respektieren und dann wissen auch, wo die Grenzen sind, wie man es dann halt vernünftig regelt und dann klappt das auch. Man hat ein gemeinsames Ziel, da trainiert ihr hin. Wir haben heute auch mal ein paar Bilder schon machen können von eurem Training. Was ist denn jetzt der Unterschied zum Eiskunstlauf? Ja, also der größte Unterschied ist eigentlich dieses Tänzerische wirklich und zum Eiskunstlauf, wo man ja alleine läuft. Wir laufen halt als Paar zusammen. Und es gibt keine Sprünge, also es wird gar nicht gesprungen und es gibt halt viele Hebungen, Hebeelemente, ja. Und wie viel muss man trainieren? Ihr seid im Abitur, anstrengende Zeit für viele Menschen. Ihr habt zusätzlich noch den Sport dabei. Wie oft steht ihr auf dem Eis? 6-mal in der Woche, 2 bis 3 Stunden plus Ballett und Conny. Also harte Arbeit, da kann man nicht feiern gehen am Wochenende? Also nicht immer. Man kann schon manchmal feiern gehen, aber man muss sich dann noch zusammenreißen und wissen, wann es halt wichtig ist, mal zu Hause zu bleiben und sich auszuruhen, sich zu regenerieren und ja, ansonsten geht es aber. Bisschen was für sich auch zu machen. Wir haben, glaube ich, auch noch ein paar Bilder vorbereitet von heute Nachmittag. Da sieht man die ganz Kleinen, die 9-Jährigen, die hier auch schon auf dem Eis standen. Ihr wart auch schon mal in dem Alter. Wann ist es denn am härtesten? Kommt irgendwann so eine Schwelle, wo man sich echt am Riemen reißen muss und sagen muss, ich mache das jetzt wirklich weiter, dann ist es kein Spaß mehr? Ja, ich glaube schon. Das Ding ist einfach, dass der Druck immer größer wird, weil man es, glaube ich, auch viel mehr mitbekommt und weiß auch irgendwann, wie wichtig das ist. Ja, aber ich glaube, es gibt jetzt kein Alter, wo es am schwierigsten ist. Also es ist einfach immer nur anders. Ich glaube, dadurch, dass man einfach relativ früh anfängt, wächst man ja auch in das Ganze rein. Man bildet hier seinen Freundeskreis, also ist hier sozial beim Training eingebunden. Und auch wenn man mal keine Lust zum Training hat, hat man dennoch Lust, die Leute dann zu sehen, mit denen zu reden. Und also soziales Leben und Sport vermischt sich dann und das macht es dann eher aus, dass man das dann immer weitermacht und weiter pflegt den Sport. Und im besten Falle klappt es morgen richtig gut. Da habt ihr euren Lauf, da drücken wir ganz fest die Daumen. Es geht darum, im Bundeskader weiter aufzusteigen. Toi, 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 darf man das so sagen oder sagt ihr Hals- und Beinbruch? Nee, toi, 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 ist gut. Sehr gut, dann habe ich das richtig gemacht. Alles Gute für morgen. Ja, und morgen und übermorgen geht es hier noch richtig zur Sache auf dem Eis. Die Senioren sind dann auch hier und dann sind hier Eistänzer aus Amerika, Australien, Italien, Rumänien, Russland zu sehen. Es wird sich also lohnen, hier mal einen Blick hinzuwerfen. Dankeschön, Nicole Scheiber. Eindrucksvolle